Und da wären wir auch schon wieder. Oh, sieht das schön aus mit den Chips. Eisenplatten, ja. Euch von Hand da reinschmeißen. Wo brauchen wir noch Chips? Hier brauchen wir Chips. Frisst 300 grüne Chips. Plastik wird langsam alle. Kupferdraht für Problem. Jetzt mangelt es nicht mehr an Chips, sondern allem anderen. Na gut, kann ich mitleben. Grüne Tränke sehen so lala aus. Hellblau werden vorbereitet, das ist gut. Du brauchst auch Chips. Was ein Zufall, ich habe da welche dabei. Die kommen mal mit. Die kommen mal mit. Hier. Du bekommst Ärmchen. Du bekommst mehr Fließbänder. Und wir haben dermaßen viel Holz im Inventar. Das ist... Oh, Plastikwaren. Das ist echt mau. Also, wir werden nicht hinterherkommen mit der roten Chip-Produktion, wenn das mit dem Plastik weiterhin so übel aussieht. Und Batterien sind auch nicht so viele. Also hellblaue Tränke automatisieren wird problematisch mit den Ressourcen momentan. Das heißt, eine zweite Raffinerie muss her. Was? Eine dritte Raffinerie muss her. Mist, wir haben ja schon zwei. Aber warte mal, das habe ich bestimmt irgendwo anders. Ist irgendwo eine Überproduktion? Du hast keine Eisenplatten. Das könnte ein Problem sein. Haben wir da irgendwo eine Kiste mit Eisenplatten? Ja, da oben. Ja, dezent viele Eisenplatten. Die nimmst du mal bitte mit. Weil ich hatte ja eingangs schon erwähnt, als wir angefangen haben mit diesem riesen Röhren-Durcheinander hier, dass wenn irgendeins dieser Güter nicht mehr produziert wird, dass denn auch das Ding nicht weiter Öl raffineriert, weil er halt einen gut Überschuss hat. Und es muss alles gleichmäßig verbraucht werden. Was echt ein doofes System ist. Also, es wäre richtig schön, wenn man die Flüssigkeiten alle in Fässer packen könnte. Also ein Fass mit Schweröl, ein Fass mit Leichtöl, ein Fass mit Schwefelsäure. Ein sehr starkes Fass mit Schwefelsäure. Sowas in der Richtung halt. Und ich hoffe, da kommt auch nochmal was. Im Notfall wird bestimmt irgendwas gemoddet. Aber ja, du bekommst eine Kiste hier, eine Kiste da. Ein Ärmchen da, ein Ärmchen hier. Und kriegst ein paar Eisenplatten. So. Und damit wird jetzt Flammenwerfermunition hergestellt, wozu auch immer ich das brauche. Warum produziert ihr nichts? Weil ihr nichts habt. Ich glaube, ich hätte echt lieber... Können wir dich ausstellen? Warte mal, ich nehme das mal wieder weg. So. Also, nehmen wir jetzt an, Öl wird raffineriert. Wir bekommen Schweröl, Leichtöl... Und das Gas, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Gehen wir hier runter. Da, Petroleumgas. Ja, okay, macht Sinn. Wenn das hier oben nicht zu Flammenwerfermunition verbraten wird, fließt es hierhin und es werden Brennstoffzellen draus gemacht. Das heißt, alles an Überschuss von Schweröl wird zu Brennstoffzellen gemacht. Aller Überschuss von Leichtöl wird zu Brennstoffzellen gemacht. Das Einzige, was wirklich fehlt, bist du. Du gehst dahin, du gehst... Bist du ein Rohr, das runterführt? Nein. Der hier hat Petroleumgas drin, aber nur sehr, sehr wenig. Schweröl. Au. Au. Du musst dein Schweröl loswerden. Da. Gib mir davon welche. Das ist jetzt doof. Also genau. Nur weil nicht genug von denen hier hergestellt wurden, weil nicht genug Lubricant verbraucht wurde, stockte das hier und deswegen hat die ganze Fabrik nichts gemacht. Die hier... Hat auch Schwerölüberschuss, weil sie keinen Schwerölabnehmer hat. Was zur Hölle? Ich habe die Kabel da nicht zu Ende gebaut. Mann, 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 Mann. So, du. Rohr da, Rohr da. Rohr runter.
Rohr wieder hoch. Und so. Jetzt wird das Schweröl von hier verbraucht. Das Schweröl von hier. Wie kriegen wir dich da ran? Okay, Idee. Aus, aus. An, an. Und da das jetzt diese runtergehenden Röhren sind, verbinden sich jetzt diese Rohre nicht damit. Das heißt, ich kann jetzt so machen, das verbindet sich nicht. Weil es halt da runter geht. Wenn ich aber hier jetzt ein gerade so hinsetzen würde, würden die beiden sich verbinden. Das ist also nicht gut. Also muss ich hier wieder schummeln, mache Rohr runter, mache Rohr hoch. Mach hier einen Knick. Und verbinde das Rohr dann mit dem Rohr da hinten. Dafür brauche ich wieder mehr Rohre. Und zwar so, so. Das ist ein runterführendes Rohr, ne? Nein. Mist. Ja, und immer dafür sorgen, dass ich hier auch zu Fuß durchgehen kann. So. Jetzt kommt das von hier, wird entweder zu Schmieröl verarbeitet oder es läuft hier rum, hier rum, hier rum, hier rum und es werden Brennstoffzellen draus gemacht. Oder Flammenwerfermunition. Okay. Bleiben wir eine Weile hier stehen und gucken, ob die beiden durchgehend hier so eine Flamme oben haben. Die Flamme kann ich übrigens nicht ganz nachvollziehen. Die Flamme heißt doch, dass irgendwas verbrannt wird. Also irgendein Gas, vermutlich, sonst würde das nicht so hochfliegen. Aber das Gas wird doch rausgepumpt. Gibt es bei der Produktion von, bei der Raffinierung von Rohöl noch andere Gase, die bei Abfallen, die brennbar sind? Wahrscheinlich. Methan? Das ist ja ein biologischer Stoff. Das ist ja quasi Biomasse, die sehr, sehr lange unterirdisch gedrückt war. Keine Ahnung. Aber ja, das wird da oben verbrannt. Und solange da Feuer ist, heißt das, das Ding arbeitet. Und alle Sachen werden verbraucht. Und Plastik wird hergestellt. Sehr gut. Mehr Plastik. Schwefelsäure, aber die Schwefelsäure braucht wie für Batterien? Guck gerade, wo es noch zum Stau kommen kann. Also nee, das Petroleumgas wird verarbeitet zu Schwefel, Schwefel zu Schwefelsäure, die Schwefelsäure zu Batterien. Hat einen Abnehmer. Wenn da nicht genug verbraucht wird, staut sich das Petroleumgas und es wird verbraucht für Plastikbarren. Plastikbarren brauchen nur Kohle. Kohle kommt kommt nicht endlos, aber es kommt ein bisschen was. Da könnten wir hier einfach ein... Achso, du weg, du weg. So, du bringst jetzt Kohle. Ja, okay. Also, Plastik wird durch ihn hergestellt, Batterien werden durch ihn hergestellt. Es läuft jetzt schneller. Ihr beiden seid am Brennen, gut. Dann können wir uns um die Sachen kümmern, die wir eigentlich machen wollten, diese Folge. Nämlich hellblaue Tränke. Grüne Tränke, hellblaue Tränke. Wir benötigen eine Fabrik. Die stellen wir auch gleich auf. Wir benötigen Platz. Wir benötigen viel mehr rote Fließbänder. Da bauen wir ein paar. Weg, weg, weg. Oh, warte mal, habe ich diese... Ach, die Tränke müssen wir noch reinschmeißen. Nee, okay. Also Platz machen, Fließbänder werden passiv hergestellt. Und dann haben wir hier echt eine Herausforderung. Nämlich vier Input-Sachen. Und dann ein Output, der auf ein drittes Förderband muss. Das wird sehr wüst aussehen. Aber es ist hier relativ weit oben. Das heißt, wir haben theoretisch Platz. Gucken wir mal. Also, standardmäßig wäre... So, da es hier aber um Platzprobleme geht, bin ich kurzfristig versucht, hier einen Knick zu machen. Aber nee. Ich brauche das vielleicht noch für einen anderen Output oder so. Gucken wir erstmal, wie weit das so läuft. Wir bauen das System so, wie wir es kennen und passen es dann an die neue Situation. Mehr Zeug ist die neue Situation. Wir haben nicht genug Zahnräder, um das alles von Hand so gut herzustellen. Das sollten wir kurz fixen. Zahnräder, Zahnräder, Zahnräder. Hier. Das sind dezent viele Zahnräder. Ich nehme mal alle mit und versorge wieder die Zahnrädersachen, dass alle Kisten voll sind. Oh. Oder auch nicht.
So. Danke. Mehr davon. Und ein paar unterirdische auch nochmal und ein paar Splitter auch. Ich habe das Gefühl, dass die Konstruktion hier recht wüst aussehen wird. Und wüst heißt bei mir, ne, sowas hier. Mit Sachen, die runtergehen, um runterzugehen, um sich dreimal im Kreis zu drehen, um runterzugehen, um dann raufzugehen. So ähnlich wird es da oben bestimmt auch aussehen. Du. Klick. Und ich habe jetzt die ganze Zeit hier rumgerödelt für 8 Fließbänder? Was ist denn da schiefgelaufen? So. Oh, ich glaube, die normalen roten Fließbänder werden verbraucht, wenn man die anderen Dinger da herstellt. Nee, na gut. So, das äußere Fließband. Also das... Wir werden jetzt 3 Fließbänder nebeneinander haben, die irgendwo zwischendurch einen Knick haben. Das, also wir haben jetzt ein inneres Fließband mit 2 Seiten. Das innere, innere, innere und das äußere, innere, innere. Oh Mann. Ja, ich sag einfach links, Mitte, aus. Mit, links, Mitte, rechts. Und dann das innere und das äußere. Ich überlege mir gerade, ob ich irgendwelche Einblendungen mache auf YouTube, was ich meine, mit so großen Pfeilen hier und bla. Und die Produktion von diesen roten Fließbändern ist echt nervig, fällt mir gerade auf. Also von Hand. Sollten wir wahrscheinlich also auch noch einen Komplex zumachen. Huh? Was brauchst denn du dafür? Normale Fließbänder und nur 5 Zahnräder. Da haben wir dezent viel von. Von normalen Fließbändern. Also ja, das ginge. Guck mal gerade, ja, hier, ne? Obwohl, da hatten wir irgendwas anderes geplant für. Das sollte eigentlich in der Nähe von den Zahnrädern sein. Boah, ich werde hier so viel später noch optimieren müssen. Aber gut, erstmal wichtig ist nur, die Sachen da zu haben. Die Komplexe, so wie sie sind, kann man ja auch für andere Sachen benutzen. Also ich könnte das Ding jetzt innerhalb von ein paar Klicks umstellen auf... irgendein anderes Ding, was 3 Produkte braucht. 3 Insert-Dinger. Wie zum Beispiel Motorblöcke. Ich könnte die Motorblöcke von da unten einfach hier oben weiterbauen. Weil es selber Aufbau ist. Und 17 rote Bänder. Es fehlen schon wieder die. Ich hätte nicht so viele rausnehmen sollen. Hier, ich klaue mal da welche. Rote Tränke haben wir ja doch ein paar. 20. Das ist Hammer, die brauchen 5 Zahnräder, das Stück. Egal. Also. Einmal das bauen. Wir brauchen auch noch bestimmt Ärmchen. Rote Ärmchen haben wir. Blaue haben wir. Wir haben keine grünen Chips. Das glaube ich nicht. Wir haben dezent viele grüne Chips jetzt. Wir haben keine Eisenplatten mehr. Dafür haben wir Chips. Geil. Sehr geil. Da. Wir brauchen Eisenplatten. Not enough ingredients. Das stimmt wohl. Oh, und warte mal, wo ich gerade hier bin. Bitte hier die hellblauen Tränke manuell reinlegen. Eisenplatten mitnehmen. Eisenplatten hier reinschmeißen. Und den Rest verbrauchen wir selber. So, wir hätten gerne Smart Inserter 10 Stück. Blaue Inserter auch nochmal 10 Stück. Dahinter wohlgemerkt. Wenn ich die blauen Inserter vor den grünen in die Warteschlange tue, werden die verbraucht für die grünen. Und das wäre dann ein wenig kontraproduktiv. So, Ecke bitte. Ecke bitte. Gut, also Kisten. Keine Stahlkisten. Stahlkisten verwirren mich. Ich benutze immer nur Eisenkisten. So. Erste Inputkiste. Zweite Inputkiste. Die macht das Ganze so. Die nimmt, hier liegt er raus. Also, das ist links innen, das ist links außen. Also links, wie gesagt, ist das Fließband hier. Links innen, links außen. Jetzt brauchen wir Mitte links. Das machen wir hier. Glaube ich. Ich sollte langsam da eigentlich genug Übung drin haben. Und ich sollte das Ganze so bauen, dass es möglichst platzsparend ist. So, wenn du jetzt... Oh, Military 3 ist fertig. Sehr gut. Ich wollte unbedingt irgendwas machen. Ich
weiß nur nicht mehr, was es war. Ah, genau, die Logistikkisten, damit wir die Requester-Chest und die Active-Provider-Chest bauen können. Gut, 150 verdammte blaue Tränke. Das wird dauern. So, ich muss jetzt kurz testen, wo der das hinlegt, wenn er auf ein Fließband was legt. Das ist eine Sache, die ich mir auch unbedingt merken muss. Er legt sie links hin. Also wenn das Fließband von dem Inserter wegführt, legt das immer links hin. Also, die Kiste ist jetzt für Mitte links. Jetzt brauche ich noch eine Mitte-Rechts-Kiste. Die mache ich, indem ich hier eine Kiste hin tue. Die geht nach unten. Und das geht hier lang. Dann müsste es außen auf diesem Fließband sein. Oh, jetzt weiß ich nicht, was er macht. Ich tu nochmal. Mach die doofen Türme da weg. Und einen Ölbohrturm brauche ich auch in den Hotleiste. So. Ich tu nochmal eine Eisenplatte hier rein. Die landet immer noch links. Landet sie immer links? Links, 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 links. Ja, okay. Das dürfte als immer gelten. Auch wenn jeder Mathematiker mich jetzt umgebracht hätte. Die Aussage. So. Da. Du legst jetzt nach außen, richtig? Du legst außen. Also wenn ich jetzt hier Holz reinlege und da Eisen reinlege, füllt sich das äußere Fließband komplett. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Kreislauf. Da, 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 da. Also, wir brauchen auch noch das Ärmchen, das den Export rausnimmt. Und den ganzen Müll jetzt mal runternehmen und rausnehmen aus den Kisten. So, einmal neu starten.